Hi, willkommen zurück zu Leverman Devlog, der Videoserie, bei dem ich eine Plattform programmieren möchte. Wir haben das letzte Mal den Editor in eine Klasse ausgelagert und jetzt machen wir damit weiter. So. Ja, genau, hier funktioniert ja so gut wie nichts mehr. Ich habe ja auch alles auskommentiert. Okay. Wir können jetzt. Wir machen mal noch einen To-Do auch. Hier Render Internal Game ist Render Editor ist eigentlich To-Do Move to Editor Class. Das mache ich aber jetzt nicht. Das lasse ich jetzt mal so. Wir machen jetzt einfach weiter. So, wir bringen den Editor jetzt wieder zum Laufen. Und eine Sache, die ich auch ändern möchte, ich möchte diese Drag Points nicht mehr on the fly erzeugen. Nicht mehr so einmalig erzeugen. Ich möchte das ein bisschen anders da machen. Mir gefällt das nämlich nicht so wirklich. Lass mir die mal weg. Und sagen wir hier einfach Selected Body, Selected Body, passt eigentlich. Ne, genau hier. Wenn wir Selected Body haben, dann nehmen wir, und das nennen wir nicht mehr Selected ABB, sondern Selected Rectangle. Oder kürzen wir es ab. Selected Rect. So. Selected Rectangle und hier machen wir ebenfalls immer Set und Set From haben wir ja schon drinne und da holen wir einfach die Bounding Box und falls die Bounding Box noch nicht wirklich dem Editor entspricht, machen wir das folgendermaßen. Wir generieren die einfach neu. So, keine Toleranz. Wundervoll. Das ist die Bounding Box gewesen. Selected Rect. Was brauchen wir noch? Dragging haben wir true gemacht. Eigentlich möchte ich ja den Part hier machen. Dass nur dann wir das Ganze auf True setzen, dann den Drag Start setzen und dann den Selected Body machen. Selected Body bleibt, wird nicht zurückgesetzt. Selected Rect wird auch nicht zurückgesetzt. Und ich glaube, jetzt knallt es hier, weil das hier natürlich jetzt Selected Rect heißt und das sind die Drag Points, die tun wir mal auskommentieren. So. Gehen wir mal in den Editor-Modus und jetzt haben wir noch das eine Problem, dass wenn wir hier die Position verändern, dass sich die Bounding Box nicht verändert. Also müssen wir das ebenfalls hier machen. Jo, Mama. Beides. So. Und jetzt passt's. Jetzt können wir wieder die Dinger selektieren und hin und her schmeißen und passt. Einwandfrei. Gut. Jetzt können wir die Drag Points wieder einfügen. Und dann machen wir jetzt eine Funktion. Drag Points. Und getTrackPoints arbeitet jetzt ein wenig. Ja gut, nee, eigentlich nicht. Eigentlich arbeitet es identisch wie es vorher auch war. Können wir sagen. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen einfach hier TrackPoints, New Vec 2F 4 und die werden wieder einkommentiert. Return TrackPoints. Voilà, und du bist nicht mehr Selected ABB.
List selected rect. Case incentive ist mir egal. Und fertig. Gut. Den Part brauchen wir nicht mehr. Get drag points können wir ebenfalls wieder ausprobieren. Und hier sagen wir length. Und jetzt sollten wir eigentlich set zu machen ist natürlich ziemlich dämlich. New vec2f. New vec2f, new vec2f, new vec2f. Wenn keine Instanz da ist, das knallt natürlich. So, okay. Drag Points sind wieder da. So. Wie machen wir weiter? Wir machen jetzt einen Enum, wo wir sagen, und wir nennen das Enum Selection State. So, und es gibt einen Selection State None, es gibt einen Selection State Position und es gibt einen Selection State Resize. So. Dieser und eigentlich, ne, wir lassen ihn außerhalb. Cell State, den setzen wir, initialisieren wir auf None. Und jetzt wird es ein wenig komplizierter. So. Wir wollen jetzt erreichen, dass wir, wenn wir einen Selected Body haben, bereits haben, und wir kommen hier in diese Methode hier rein. Das heißt, Selected Body ist nicht mehr null, ist irgendjemand das ausgewählt. Dann möchten wir zuallererst gucken, ob wir einen Dragpoint angeklickt haben. Wenn wir so einen Dragpoint angeklickt haben, dann wechseln wir in den Resize-Modus und dann können wir auch das entsprechende Resize implementieren. Und hier machen wir das jetzt mal anders. Wir sagen jetzt hier New Body oder sowas. Und eigentlich möchte ich doch nicht einen Break machen, sondern ich möchte immer den letzten haben. So, und wir machen jetzt Folgendes. Wir machen zuallererst unsere alte Routine. Wenn Selected Body, wenn keiner ausgewählt wurde, dann ist es relativ easy. Wenn New Body ausgewählt wurde, dann haben wir einen neuen Körper. Dann haben wir einen neuen Körper. Dann haben wir einen neuen zum Auswählen. Wenn nicht, brauchen wir gar nichts machen. Es war ja so oder so nichts ausgewählt. Im anderen Fall war kein Body ausgewählt. Und hier haben wir einen neuen Body angeklickt und dann hier kommen wir zum anderen Part. Wenn wir einen ausgewählt haben, dann wollen wir gucken, ob wir in einem von diesen Drag Points sind. Wir machen jetzt auch mal so, dass wir den Selection State hier, wenn keiner ausgewählt wurde, immer auf None setzen und erst wenn wir einen auswählen, setzen wir ihn auf Position. Und jetzt im anderen Fall haben wir ja einen ausgewählt. Da interessiert es mich nicht, ob ein anderer ausgewählt wurde. Ich will zuerst wissen, ob ich einen von diesen Drag Points angeklickt habe. Das heißt, wir sagen jetzt hier Drag Points, get Drag Points, iterieren über alle Drag Points drüber. Haben wir irgendwo eine Vorschleife? Ne, wir können i verwenden. I gleich Drag Points.length, i++,
2F, Dragpoint, Dragpoints. Und jetzt wollen wir eigentlich nur wissen, New Dragpoint. Der hier jetzt angeklickt wurde. Und wir machen das relativ easy. Wir sagen Distanz, Mausposition, putState, Mausposition, ziehen den Trackpoint von ab und gucken nach, ob die Distanz length squared, kleiner gleich, keine Ahnung, was für ein Radius haben wir denn gemacht? Machen wir mal ein. Jetzt public final float Track Point Radius und wir sagen keine Ahnung 4 oder so oder um 3 haben wir glaube ich gesagt und machen wir hier Drag Point Radius mal Drag Point Radius und Public Final Static wollen wir hier machen, ebenfalls Public Final Static und hier machen wir Grid Size. Du sollst es static machen. Ich weiß, dass es Fehler gibt. Stört mich nicht die Bohne. Dann machen wir New Dragpoint. Gleich Dragpoint. Hier können wir einen Break machen, weil die sind alle so weit auseinander, dass wir auf gar keinen Fall einen bekommen. Und hier machen wir jetzt Folgendes. Wenn wir einen Dragpoint bekommen haben, machen wir was anderes. Wenn nicht, dann gucken wir einfach nach, ob wir. Wir haben im Grunde das hier. Machen wir Code Duplication. Na, so. Und dann machen wir dann Selected State. Soweit, so gut. Und im anderen Fall, wenn wir vorbeigeklickt haben und wir haben keinen, dann muss der hier zurückgesetzt werden. Also Selektion zurücksetzen und ich glaube, wir brauchen das jetzt ein paar Mal. Ziehpunkt finden. Wir haben Dragpoint bekommen. Wenn wir einen Dragpoint bekommen haben, sagen wir einfach, okay, jetzt bist du im Resize-Modus. Und Selected Body ist ja immer noch selected, wo wir nichts machen. Selection State haben wir jetzt geändert. Und wenn wir, das ist schon None, oder machen wir es anders, dann ist es ein bisschen konsistenter. Genau. Selektion zurücksetzen. Neue Selektion. Wir sind bitte deutsch unterwegs. So. Müsste jetzt irgendwie funktionieren. Und hier haben wir jetzt dieses Dragging. Eine Information, die ich eigentlich nur haben möchte, wenn ich. Wobei Drag Start möchte ich tatsächlich immer machen. Also eigentlich möchte ich Selection State equals Selection State None. Wenn wir nicht None sind, dann gehen wir auf den True-Zustand, setzen Drag Start, Selected Body und Co. möchte ich jetzt nicht ändern. Das möchte ich nur machen, wenn ich eine neue Selektion habe. Das heißt hier, New Selection und hier New Selection.
hatten keinen, da braucht man nichts verlassen. Aber hier hatten wir ja einen. Und da machen wir dann folgendes Release Selection. Und dann machen wir das. Ach komm, machen wir es so. Ist doch besser. Und bei New Selection haben wir immer das hier. Dann machen wir hier New Body. Und hier kommt New Body. Der kommt weg. New Body. Und dann haben wir das ein bisschen aufgeräumter. So. Das ist der Dragging-Zustand. Den möchte ich mir immer merken. Hier möchte ich jetzt Folgendes machen. Oder machen wir einen Switch. Wenn wir im Switch of Select State, wenn wir im Position-Zustand sind, dann ändern wir die Position. Andernfalls sind wir im Resize-Modus und der Default-Case interessiert uns nicht die Bohne, beziehungsweise wir dürften hier gar nicht reinkommen. Im Default-Case wollen wir ein Assert auslesen. False. Exceptions wollen wir ja keine werfen. Das wissen wir jetzt mittlerweile. So. Und der Part möchte ich eigentlich erstmal nur hier machen. Und dann müssten wir eigentlich ein relativ robustes Ding haben. So. Genau, das ist alles Grid Size. Grid Size, Grid Size. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht von vornherein static gemacht habe. Weil, naja, static halt. Und schauen wir mal. Funktioniert noch. Es passiert nichts. Ja, wir haben einen Radius von 3 Pixeln. Das ist verdammt wenig, um so ein Dinge zu treffen. Und ja, deswegen machen wir vielleicht den Radius ein bisschen größer und geben wir den Radius. Da haben wir doch hier irgendwo jetzt Editor Drag Point Radius. Das ist auch dann static. Also können wir hier das so machen und jetzt können wir erhöhen wir mal den Radius auf 5, damit wir ihn auch treffen. Jawohl, wundervoll. Ja, für mehr wird es jetzt eigentlich auch nicht mehr reichen. Okay, jetzt haben wir das wesentlich besser aufgeräumt. Jetzt können wir auch viel mehr Funktionen da reinbauen. Das heißt, das nächste Mal können wir tatsächlich unser Resize einbauen. Und wie wollen wir das Resize machen? Ich erkläre es mal geschwind. Brauche ich auch kein Zeichenbrett oder so, sondern ich zeige es euch einfach hier. Wir haben hier unser Rechteck, was wir einmalig bei der Erstselektierung oder wenn wir jetzt halt hier reinklicken, berechnen. Wenn wir jetzt so einen Drag Point ziehen, den rechten zum Beispiel, dann möchten wir diese Kante von unserer Bounding Box verändern. Nur diese Kante nach rechts und links ziehen können. So, also dass man halt nicht die gesamte Box, also dass die gesamte Box eigentlich sich verschiebt. Das heißt, dass das Zentrum auch entsprechend wandert. Aber auf Basis halt von der Box. Das ist die Idee, wie ich es machen möchte. Und ich möchte immer nur in eine Richtung ziehen. Entweder hier nach rechts, entweder hier nach links, entweder hier nach oben, entweder nach unten. Und ja, das machen wir dann das nächste Mal. Ciao.